أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, werden wir heute mit einer neuen Unterrichtsserie anfangen, und zwar über das Kapitel Fiqh al-Ramadan. Wir haben Az-Zakah beendet, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich hoffe, jeder von euch weiß jetzt, wie er das Geld, was Allah Azza wa Jal zusteht, wie er dieses von seinem Vermögen abgibt. Die Unterrichte sind alle unter www.assirat.de zu finden und man kann sie nachhören, liebe Geschwister. Und jeder sollte sich mit dem Wissen beschäftigen, damit er Allah Subhanahu wa Ta'ala so anbetet, wie Allah Azza wa Jal es von ihm verlangt. Denn möchtest du, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist, dann musst du auch tun, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht. Ansonsten wirst du niemals die Zufriedenheit deines Herrn erreichen. Die Zufriedenheit, die du brauchst, um in das Paradies hereinzukommen. Möge Allah azza wa jal uns alle im Paradies miteinander wieder vereinigen. Fiqh al-Ramadan, liebe Geschwister, wir werden heute anfangen mit diesem wunderschönen Kapitel, in dem wir erstmal über die Vorteile von dem Monat Ramadan sprechen, die Vorteile bzw. die Vorzüge. Allah Azza wa Jal sagt in seinem edlen Koran, in der Surah Al-Qasas, in der Ayah 68, وَرَبُّكْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. Und dein Herr erschafft, was er will. Allah Azza wa Jal, er erschafft, was er will, und er wählt aus, subhanahu wa ta'ala. Er wählt das aus, was ihm am liebsten ist, subhanahu wa ta'ala. Ihnen jedoch, sagt Allah, steht die Auswahl nicht zu. Die Auswahl trifft Allah, subhanahu wa ta'ala. Wo der Khair ist, wo die Baraka ist, wo das Gute drin liegt, Allah bestimmt das. Nicht wir Menschen, liebe Geschwister. Allah azza wa jal, er wählt von seiner Schöpfung aus, wen er will. Allah azza wa jal hat die Engel erschaffen und er hat Jibril alayhi salam, Gabriel, unter ihnen auserwählt. Er ist der mächtigste unter ihnen, liebe Geschwister. Kein Engel darf die Botschaften an die Propheten überbringen, außer Jibril alayhi salam. Und Allah azza wa jal hat die Paradiesgärten erschaffen und unter ihnen hat er Al-Firdaus als besten Paradiesgarten unter ihnen auserwählt. Al-Firdaus ist der beste Paradiesgarten von allen Paradiesgärten, liebe Geschwister, denn die Diener sind unterschiedlich. Nicht jeder wird dieselben Gnaden bekommen wie ein anderer. Und Allah Azza wa Jal hat die Propheten erschaffen. Unter ihnen hat er die Gesandten als Beste auserwählt. Und unter den Gesandten hat er Ibrahim alayhi salam und Muhammad sallallahu alayhi wa sallam erwählt und sich zu Freunden genommen, subhanahu wa ta'ala. Und wer ein Freund Allahs ist, wie soll er anders als glücklich leben? Liebe Geschwister, möge Allah azza wa jal uns Glückseligkeit in unserem Leben geben. Und Allah azza wa jal hat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam als besten aller Gesandten auserwählt. Allahu Akbar. Und Allah hat die Monate erschaffen. Unter ihnen hat er den Monat Ramadan als vorzüglichsten Monat auserwählt. Und unter den Nächten im Ramadan hat er eine Nacht auserwählt, die besser ist als 1000 Monate. Allahu Akbar. Und Allah wählt aus, was er will. So danke Allah, dass er dir diese Gnaden als Muslim ermöglicht. Wer hat diese Gnaden bekommen, außer ein Muslim? Dass Allah Azza wa Jal dich auserwählt hat, zu der Umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu gehören. Überlege mal einmal, lieber Bruder und liebe Schwester,
Allah hat dich auserwählt von verschiedenen Menschen. Von vielen Menschen. Und wir wissen, es gibt ca. 6 Milliarden Erdenbewohner. Du, der einer unter ihnen ist, und du bist die Minderheit, dich hat Allah auserwählt, damit du diese Gnade bekommst. Möchte Allah das Gute für dich. Allah möchte das Beste für die Menschen, sie jedoch möchten nicht das Beste für sich selber, liebe Geschwister. Und dass Allah Azza wa Jal von dir verlangt, dass du ihn einzig und alleine anbetest und dem Besten aller Gesandten dabei folgst, das ist, was Allah Azza wa Jal von dir verlangt. Und tust du dieses, dann wird er mit dir zufrieden sein. Subhana wa ta'ala. Lasst uns erstmal begreifen, wie segensreich der Monat Ramadan insgesamt ist. Nicht nur seit der Zeit des Islam, sondern auch vorher schon, liebe Geschwister. Es heißt in einer Überlieferung bei Imam Ahmed rahimullah ta'ala, und sie ist in As-Silsila As-Sahiha von Sheikh Al-Albani rahimullah ta'ala, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali layla min Ramadan. Die Schriften von Ibrahim alaihi salam wurden in der ersten Nacht von Ramadan herabgesandt. Das sind die Schriften von Ibrahim und Musa alaihim assalam. Sie haben Schriften von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Man sagt, diese Schriften waren nicht direkt Bücher wie der Koran oder Injil oder Taurat, sondern es waren Ermahnungen, Weisheiten in diesen Büchern enthalten. Diese Schriften von Ibrahim und Musa kamen wann herab? Im Monat Ramadan, in der ersten Nacht des Monats Ramadan. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان. Und die Tora, das heißt das Buch von Musa alayhi salam, wurde am 6. des Monats Ramadan herabgesandt. Allahu Akbar. والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان. Und die Bibel am 13. von Monat Ramadan. وَأُنزِلَ الْقُرْآنِ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانِ. Und der Koran wurde am 24. des Monats Ramadan herabgesandt. Alle Bücher wurden herabgesandt. Wann? Im Ramadan. Allahu Akbar. Stellt euch vor, welch segensreicher Monat das ist. Ich wiederhole. Die Schriften von Ibrahim a.s. wurden in der ersten Nacht von Ramadan herabgesandt. Die Tora am 6. des Monats Ramadan, die Bibel am 13. von Ramadan und der Koran schlussendlich wurde am 24. des Monats Ramadan herabgesandt. Und das alleine würde genügen, um uns einen Ausblick zu geben darüber, wie gewaltig und wie heilig dieser Monat Ramadan ist, liebe Geschwister. Wenn dieser Monat gekommen ist, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Gefährten benachrichtigt über diesen Monat, dass sie bloß nicht die Vorzüge von diesem Monat verpassen. Es heißt in dem Hadith, Yubashiru Ashaba, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Ashab, seine Gefährten benachrichtigt. Er sagte zu ihnen, Qad ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarak, zu euch ist ein segensreicher Monat Ramadan gekommen. Voller Segen. Iftarad Allahu alaykum siyama. Allah hat euch in diesem Monat das Fasten zur Pflicht auferlegt. Yuftahu fihi abwabul Jannah. Im Monat Ramadan werden die Tore des Paradieses geöffnet. Wa yughlaqu fihi abwabul Jahim. Und in diesem Monat werden die Tore der Hölle geschlossen. Allahu Akbar. Insgesamt, allesamt, alle Türen der Hölle werden in diesem Monat geschlossen, liebe Geschwister. Aber es geht weiter. Der Hadith ist noch nicht vorbei. Mehr Segen im Ramadan. وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ. In diesem Monat werden die Schayatin angekettet von Allah. Es gibt viele, viele Schayatin und Gruppen unter ihnen, gefährlichere
und weniger gefährlichere. Aber der Kopf aller Shayatin ist wer? Na? Iblis. Iblis ist der Kopf der Shayatin. Und wenn du Iblis hörst, sag nicht La'natullah alayh. Weil es gibt eine Überlieferung bei Imam Ahmad, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, wenn wir sagen La'natullah alayh, dann wird er noch protziger und baut sich auf. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ihn nicht größer machen, als er ist, liebe Geschwister. Shaitan, er ist der Kopf aller Shayatin und er hat Soldaten. Und er schickt sie los, damit sie die Diener Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre führen, liebe Geschwister. So wie Allah azza wa jal uns über einen Dialog von Allah mit Shaitan berichtet, dass Shaitan zu ihm gesagt hat, zu Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنْذِرْنِي, schiebe mich auf, zerstöre mich noch nicht, gib mir Aufschub. Schaut mal, subhanallah, Shaitan ist ein Muslim oder ein Kafir? Na? Bitte? Ein Kafir. Worum hat er Allah subhanahu wa ta'ala gebeten? Na? Dass er Aufschub bis zum Tage des jüngsten Gerichts bekommt. Eine Bitte an Allah oder nicht? Eine Bitte an Allah. Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ. Du bist unter denjenigen, die den Aufschub gewährt bekommt von mir. Subhanallah. Allah erhört die Bitte von einem Kafir. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah möchte ihn noch mehr erniedrigen. Nicht aus einer Art Ehrung, sondern aus einer Art Erniedrigung für ihn. قَالَ رَبِّي فَأَنْذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ. Und er sagte dann, Shaitan, رَبِّي بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Dafür, dass du mich, ja Allah, hast abirren lassen. Wer hat den Weg gewählt? Den guten oder den schlechten Weg? Wir wissen, jeder kann selber bestimmen, welchen Weg er gehen will. Was hat Shaitan erwählt für einen Weg? Na, den Weg des Kufr. Den Weg des Kufr. Er sagt zu Allah, dafür, dass du mich hast abirren lassen. Wann hat Allah ihn abirren lassen? Nachdem Allah Azza wa Jal erkannt hat, und Allah wusste es schon immer am besten, dass dieser Shaitan nicht das Gute will. Er sagt zu Allah noch frech, ja Allah, dafür, dass du mich hast abirren lassen, werde ich ihnen auflauern. Wen? Den Dienern Allahs, subhanahu wa ta'ala. Ich werde ihnen auflauern und ich werde sie in die Irre führen, außer denjenigen, die unter den Aufrichtigen gehören. Möge Allah uns unter ihnen schreiben. Er weiß, gegen diese Diener kann er nichts anrichten, weil Allah sie beschützt. Subhanahu wa ta'ala. Er sagt, ja Rabb, dafür, dass du mich hast abirren lassen, werde ich sie in die Irre führen. Subhanallah. Und Allah azza wa jal, er weiß, dass Shaitan einen Einfluss auf uns hat. Keine Macht, aber einen Einfluss, indem er flüstert, liebe Geschwister. Shaitan kann nichts anderes als flüstern. Er kann dich nicht packen und dich zur Sünde hinziehen. Nein, aber er hat eine Methodik, die ist noch viel gefährlicher, weil du sie gar nicht mitbekommst. Er flüstert dir ein, bis du das tust, was ihm gefällt. Shaitan, er ist listig, liebe Geschwister. Aber dennoch, Allah Azza wa Jal, er kettet in diesem Monat Ramadan die großen Shayatin fest. Nicht alle, denn wir alle haben was bei uns? Einen? Na? Karin. Einen Karin. Das bedeutet, einen Gesellen. Der ist auch Shaitan und die sind alle, die haben einen Minijob bei Shaitan. Ja? Shaitan ist der Größte, aber er hat Soldaten. Und die haben alle bestimmte Jobs, die sie gegenüber Shaitan machen, liebe Geschwister. Aber letztendlich haben sie ein Ziel, den Menschen zum Schlechten zu bringen. Schaut mal, subhanallah, welch segensreicher Monat das ist. Und er sagt weiter, sallallahu alaihi wasallam, fihi layla khayrun min alf shahr. Im Monat Ramadan gibt es eine Nacht, die Allah auserwählt hat. Wir wissen leider nicht, wann diese Nacht genau ist. In dieser Nacht
gibt es etwas Besonderes. Sie ist besser als 1000 Monate. 1000 Monate sind ungefähr circa 84 Jahre Anbetung. Zu Allah. Eine Frage. Kannst du 84 Jahre Allah hintereinander anbeten? Ja oder nein? Schwer, oder? Zumindest schwer. Man sieht wenig Leute, die 84 Jahre Allah angebetet haben. Triffst du diese Nacht mit Iman, mit Glaube und dass du hoffst, die Belohnung zu bekommen, so schreibt Allah dir den Lohn von 84 Anbetungsjahre zu ihm. Dua, Spende, Gebet, all die guten Taten, die du gemacht hast, als hättest du sie 84 Jahre gemacht. Allahu Akbar. 5 Gebete am Tag sind wie viel in der Woche? Hä? Na, 35. Im Monat mal 4. Wer ist von euch in der Schule? Oder geht ihr alle nicht 140. Zur Schule? 140. Alhamdulillah. 140. Wer hat eine 6 in Mathe? Ich war immer schlecht in Mathe. Deswegen habe ich mir immer gute Partner gesucht. Aber subhanallah. 114? Hä? 140? Seht ihr, ich habe es euch gesagt. 140 Gebete mal 84. Diejenigen, die rechnen wollen, sollen rechnen. Es sind eine Menge Gebete, wenn du diese Nacht triffst. Und wie viele Muslime schlafen in den Nächten von Ramadan, weil sie so viel gegessen haben, dass sie schon im Stehen einschlafen. Und das soll nicht unser Ziel sein im Monat Ramadan, liebe Geschwister. Das ist diese gewaltige Überlieferung von Abu Huraira, radiallahu anhu, wa arda. Und Allah azza wa jal, er hat uns aus keinem anderen Grund den Ramadan gegeben, außer weil er uns unsere Sünden vergeben möchte, liebe Geschwister. Warum denkt ihr, fesselt er die Schayatin? Und warum denkt ihr, legt er so viel Segen in den Monat Ramadan herein? Und warum denkt ihr, macht Allah uns das so leicht in diesem Monat, wenig Sünden zu machen? Aus einem einzigen Grund. Allah, der seine Diener am besten kennt, möchte, dass seine Diener Vergebung von ihm bekommen. Subhanallah. Wallahi, liebe Geschwister, es ist nicht zu glauben. Aber viele Muslime ärgern sich, wenn der Monat Ramadan kommt. Sie sind verärgert, dass sie nicht das machen können, was sie sonst auch jeden Tag immer machen. An normalen Tagen essen, trinken sie und sie haben Geschlechtsverkehr mit ihren Ehefrauen. Aber sie wissen, dass dieses im Monat Ramadan alles warten muss, bis Allah Azza wa Jal ihnen die Erlaubnis gibt. Aber sie ärgern sich über diesen Monat Ramadan, weil sie nicht die Vorzüge bei Allah kennen. Ansonsten würden sie so viel Dua machen, dass sie diesen Monat erreichen können. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er berichtet in einem Hadith Qudusi von seinem Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser sagte, und diese Überlieferung macht deutlich, was für einen gigantischen Lohn das Fasten hat, liebe Geschwister. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, kullu amal ibn Adam lah, illa siyam, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ. Jede Tat ist für den Menschen, für den Sohn Adams, außer das Fasten, dieses ist für mich und ich belohne es. Allahu Akbar. Dieses ist für mich und ich, Allah subhanahu wa ta'ala, belohne es. Das bedeutet, diese Überlieferung, dass keine Tat vergleichbar ist mit dem Fasten. Wollt ihr noch eine genauere Erklärung haben? Am Tage der Auferstehung, wenn der Diener vorgeführt wird vor seinem Herrn, sein Herr, der nicht unkundig war, was sein Diener gemacht hat, so wird er zur Waage gebracht und seine Taten werden gewogen. Und es gibt Diener,
Sie haben weitaus mehr gute Taten als schlechte Taten. Schlechte Taten haben wir alle, liebe Geschwister, weil wir alle Menschen sind und niemand von uns ist frei von der Sündhaftigkeit. Möge Allah uns vergeben. Dieser Diener, er wird zur Waage gebracht und seine Taten werden gewogen. Und für den Diener wird es nicht gut aussehen. Er hat mehr Sünden gemacht als gute Taten. Wie ist sein Urteil normalerweise? Ab ins Höllenfeuer. Aber Allah Azza wa Jal wird dann die Tage nehmen, an denen dieser sündhafte Diener gefastet hat. Dann wird Allah Azza wa Jal diese Taten nehmen, diese Tage, an denen er aufrichtig gefastet hat, für Allahs Wohlgefallen. Und Allah wird sie so viel belohnen, dass es ausreicht, um die Sünden zu überwiegen. Allahu Akbar. Habt ihr jetzt verstanden? Ich belohne es. Habt ihr dieses verstanden? Liebe Geschwister, das ist die Barmherzigkeit von Allah. Denn mit einem einzigen Tag, an dem du fastest, wird Allah Azza wa Jal dein Gesicht 70 Jahre von der Hölle entfernen. Reicht dir das? 70 Jahre bedeutet für uns, gerade an kurzen Tagen, wo das Fasten sehr früh ist, um 16 Uhr, um 17 Uhr, da sollen wir unser Fasten vermehren, liebe Geschwister. Denn wer weiß, wann wir wieder eine Gelegenheit bekommen, für Allah subhanahu wa ta'ala zu fasten, außer des Monats Ramadan. Und derjenige, der stirbt, während er fastet, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er das Paradies bekommt. Es gab eine unter den Salaf, tugendhaften Frauen, liebe Geschwister, von den Vorfahren. Sie war bekannt dafür, dass sie viel gefastet hat. Nicht nur die Männer begehen gute Taten, auch die Frauen unter ihnen. Sie hat immer gefastet und eines Tages ist sie zusammengebrochen aus Schwäche. So haben sich die Menschen um sie geschart und man hat ihr ein Glas Wasser angeboten zum Trinken. Und als sie zu sich kam, so fragte sie die Menschenmenge, was macht ihr hier? Sie sagten zu ihr, trinkt den Schluck Wasser. Du bist schwach auf den Beinen. Sie sagte, seit Jahren faste ich in der Hoffnung, dass Allah meine Seele nimmt, während ich faste. Und ihr habt nichts anderes zu tun, als mir ein Glas Wasser zu bringen. Allahu Akbar. Frauen, die verstehen, liebe Geschwister. Wir möchten gerne, dass unsere Schwestern auch so sind. Langsam, langsam, aber in diese Richtung. Der Diener, er verlässt an Tagen, wo er fastet, das, was normalerweise für ihn erlaubt ist, liebe Geschwister. Und schaut mal, subhanallah, die Gelehrten haben hier eine wunderschöne, wunderschöne Lehre für uns gezogen. Wenn du das Erlaubte verlassen kannst, dann kannst du erst recht das was verlassen, das Verbotene. Verlassen wir nicht das Erlaubte? Na, Essen und Trinken ist normalerweise erlaubt, oder nicht? Ja, aber nicht wann? In der Zeit, wo du fasten musst. Und wenn du das Erlaubte verlassen kannst, dann kannst du erst recht das Verbotene verlassen. Und der Mundgeruch von einem Fastenden ist Allah Azza wa Jal lieber als der schönste Duft von Moschus, von Misk. Allahu Akbar. Und hier ziehen die Gelehrten eine weitere wunderschöne Lehre für uns. Der Mundgeruch, ist das für die Menschen appetitlich da draußen oder nicht? Ja oder nein? Die sagen dir, ruf mich an, wenn es vorbei ist. Sie meinen Ramadan, damit du bloß nicht mit ihnen kommunizierst. Aber schau mal, was die Menschen widerwärtig finden, liebt wer? Allah, subhanahu wa ta'ala. Was die Menschen widerwärtig finden, eklig, dieses liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mundgeruch von einem Fastenden ist ihm lieber als der schönste Duft von Moschus. Liebe Geschwister, bedeutet, richte nicht dein Leben nach den Menschen aus.
denn die haben einen Maßstab, den du sowieso niemals erreichen wirst. Aber Allah Azza wa Jals Maßstab ist bekannt. Wir wissen, was er liebt und was er nicht liebt. Aber bei den Menschen wechselt das täglich, vielleicht auch jede Minute. Aber du weißt, was dein Herr zufrieden macht. Also nimm deinen Herrn und mache ihn zufrieden und lass die Menschen. Denn erst wenn du bereit bist, die Menschen zu lassen, dann wirst du verstehen, was es bedeutet, Allah Azza wa Jal aufrichtig zu dienen, liebe Geschwister. Im Monat Ramadan wird es einen Rufer geben. Wir hören ihn natürlich nicht, aber so wurde uns das berichtet. Und er ruft, Ya Bari al-Khair, Aqbil. O du, der das Gute tun will, komm her. O du, der die Gebete gut und pünktlich beten will, komm her. O du Mann, der seine Gebete in der Moschee beten muss, komm her. O du, der das Tarawih-Gebet in der Gemeinschaft beten will, komm her. O du, der den Koran lesen möchte, komm her. O du, der spenden möchte für Allah, komm her, das ist genau dein Monat. Der Monat, an dem Allah dich unzählig belohnen will für deine Taten, die du machst. Und er wird rufen, dieser Diener, dieser Rufer, Ya Bari Ash-Sharr, Aqsir, du, der das Schlechte machen möchte, kehre um. Wal-Iyadu Billah, es gibt Leute, die möchten im Monat Ramadan das machen, was sie in jedem anderen Monat auch machen. Das heißt, Alkohol trinken, zur Disco gehen, eine Freundin haben und das Schändliche tun. Pass auf deine Sünden und kehre zum Wege Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Denn schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welch gefährliche Überlieferung er uns übertragen hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Raghima anfu rajulin, ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّي عَلَيْهِ. Derjenige soll zugrunde gehen. Derjenige hat verloren. Wörtlich übersetzt, seine Nase ist im Schlamm, im Matsch. Das bedeutet, er ist ein Verlierer. Wer ist das, wo ich, mein Name von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird und er macht kein Salawat auf? Sallallahu alaihi wasallam. Verlieren soll er. Das bedeutet eine Strafe für ihn. Und er sagt weiter: وَرَغِمَ أَنْفْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٍ ثُمَّنْ سَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Und verloren hat derjenige, der den Monat Ramadan mit Allahs Erlaubnis erreicht hat. Und der Monat ist an ihm vorbeigegangen. Und er hat nicht die Vergebung Allahs erreicht in diesem Monat. Verloren. Strafe für ihn, liebe Geschwister. Und er sagt, sallallahu alaihi wasallam, وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ. Verloren hat derjenige, der die Eltern im hohen Alter erreicht. Unsere Eltern sind bestimmt alle im hohen Alter. Und er schafft es nicht, die Eltern zufriedenzustellen. Dieser verliert das Paradies, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Welch gefährliche Überlieferung dieses ist, liebe Geschwister. Subhanallah. Ihr müsst euch mal vorstellen, zu jedem Zeitpunkt, wo wir das Fasten brechen, wird Allah Azza wa Jal etwas ganz Besonderes tun. Es heißt in der Überlieferung, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird jede Nacht in diesem Monat Ramadan aus dem Höllenfeuer befreien. Allahu Akbar. Jede Nacht bestimmt Allah Diener, die er subhanahu wa ta'ala vom Höllenfeuer befreit. Möchtest du dazu gehören? Und subhanallah, man spürt die Barmherzigkeit Allahs in diesem Monat und manche spüren,
als ob Allah ihnen vergeben hat. Denn Allah gibt ihnen etwas ganz Besonderes ein. Möge Allah uns unter diesen Dienern machen. Aber Allah Azza wa Jal, er wird dich nicht aus dem Höllenfeuer erretten. Wenn du die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzt und dir einen Film oder eine Serie nach der anderen anschaust, oder du schläfst fast den ganzen Tag, damit du vom Fasten nichts merkst. Wenn du nur mit Essen und Süßigkeiten beschäftigt bist, dann wisse, Allah Azza wa Jal wird dir in diesem wunderbaren Monat nicht vergeben. Lieber Bruder und liebe Schwester, nur wenn du dein Bestes gibst, so wirst du eine echte Chance von Allah Azza wa Jal bekommen. Und dann gibt es das Tarawih-Gebet im Monat Ramadan. Das ist jeden Tag. Nach dem Isha-Gebet beten die Muslime in der Gemeinschaft, liebe Geschwister, das an jedem Tag vor Ramadan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er berichtete uns über diesen gewaltigen Lohn. Er sagte, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla. Derjenige, der hinter dem Imam betet, bedeutet, wie viel Raka'a beten wir im Tarawih-Gebet? Ha? Na? Elf Raka'a. Wer hinter dem Imam 11 Raka'a betet, vollständig, von Anfang, vom Takbir des Imam, indem er anfängt, Allahu Akbar, bis zum Schluss, dass er das gesamte Tarawih-Gebet beendet mit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wer dieses gesamte Gebet hinter dem Imam macht, so schreibt Allah ihm die Nacht, als hätte er sie durchgebetet. Und wie viele gehen vor den 11 Raka? Habt ihr das mal gemerkt? Nach der zweiten Raka, oh Achi, das ist so schwer für mich. Als ob er schwanger ist. Was ist los mit dir, Achi? Du hast doch sonst für andere Sachen so viel Sabr. Aber nur diejenigen bekommen die Gnaden, die auch wirklich die Gnaden möchten, liebe Geschwister. Allah kennt doch seine Diener. Er weiß, wer erpicht darauf ist, diese Gnade verdienen zu wollen, und er strengt sich an. Und manche sind tatsächlich müde, liebe Geschwister. Wallahi, es gab Imame im Laufe der Geschichte, die haben, liebe Geschwister, wie mir berichtet wurde von vertrauenswürdigen Brüdern in Ägypten, sie haben den Koran an jeden 2 bzw. 3 Tage beendet im Ramadan. Gebet. Durchgebetet. Ich habe den Bruder gefragt, wer war da beim Gebet, Tarawih-Gebet? Er sagte, die Schüler von dem Sheikh. Das war's. Sie haben, lass uns 3 Tage rechnen, jede 3 Nächte haben sie den Koran beendet. Sagt man, kann man dieses tun? Ja, wenn du den Koran liebst und genießt und verstehst, dann kannst du nicht genug bekommen von den Worten Allahs, so wie Uthman und andere Salaf radiallahu anhum wa ardahum gesagt haben, لو طهر قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. Wenn unsere Herzen rein waren, haben wir niemals genug bekommen von den Worten Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du nach einer Stunde Langeweile erfährst von den Worten Allahs, dann schau auf dein Herz, ob es wirklich so sauber ist, wie du denkst. Möge Allah uns saubere Herzen geben. Und dann gibt es nur für die Leute, die auch verdienen wollen in diesem Monat Ramadan, die reich werden wollen an Hasanat in diesem Monat Ramadan, eine wunderschöne Überlieferung, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Derjenige, der im Monat Ramadan einen Fastenden speist, so wird er dieselbe Belohnung bekommen wie denjenigen, den er zu essen gibt, und es wird ihm nichts an Lohn abgezogen. Mit anderen Worten, du siehst einen Bruder und du weißt ganz genau, dieser Bruder liest viel Koran, dieser Bruder macht gute Dinge, spendet viel, sucht das Gute, lade ihn ein zum Essen. Wenn du nicht schon seine Taten machen kannst, dann kannst du was tun, ihm zum
Essen einladen, denn, aber sei nicht geizig mit einer Banane und einer Dattel, ja? Er soll satt werden. Er soll satt werden. Wenn er satt wird, so wirst du den gesamten Lohn übertragen bekommen in dein Konto. Subhanallah, er hat 50 Seiten am Tag gelesen. Ich habe das nicht getan. Du wirst diese 50 Seiten in deinem Lohnbuch bekommen. Er hat 100 Euro gespendet. Du wirst diese 100 Euro in deinem Lohnbuch bekommen. Er hat 3 Unterrichte am Tag gemacht. Du wirst diese Unterrichte und alle, die bewirkt wurden von den Unterrichten, in deinem Lohnbuch bekommen. Das heißt, was machen die Schlauen? Sie suchen sich die besten Diener und laden sie ein, liebe Geschwister. Das macht jemand, der, wallahi, das Gute sucht in diesem Monat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns, vom Monat Ramadan zu Monat Ramadan werden die Sünden vergeben. Aber das meint die kleinen Sünden. Sprich, der letzte Ramadan, wenn du ihn gefastet hast. Passt auf, diese Überlieferungen sind nicht für die Leute, die das ganze Jahr Halligalli machen. Sondern es ist für Leute, die sich dauernd in der Religion anstrengen. Wer den letzten Ramadan gefastet hat und auch dieses Jahr Ramadan, all seine kleinen Sünden, die er dazwischen gemacht hat, werden ihm vergeben, wenn er keine großen Sünden dazwischen gemacht hat, liebe Geschwister. Und ich schließe ab mit einer wunderschönen Überlieferung, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns sagt, man sama Ramadan, فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. Wer auch immer den Monat Ramadan fastet, so ist ein Monat, in dem er fastet, wie 10 Monate in der Anzahl. Allahu Akbar. Du hast deine besten Taten im Monat Ramadan gemacht, kriegst du sie einmal belohnt? Nein! 5-mal? Nein! Sondern 10-mal. Wer auch immer den Monat Ramadan fastet, so ist ein Monat wie 10 Monate in der Anzahl. Und das Fasten der 6 Tage in Shawwal nach dem Feiertag Eid al-Fitr wird das gesamte Jahr vollenden. Was bedeutet das? Wir haben gehört, ein Monat Ramadan ist wie 10 Monate. Wie 10 Monate? Wie viele Monate hat das Jahr? 12. Also fehlen 2 Monate. Ash-Shawwal, die 6 Tage, die anschließend nach Ramadan gefastet werden, liebe Geschwister, sind 6 Tage, wenn wir sie multiplizieren mit 10-facher Belohnung, sind es wie viele Tage? Wie viele? Na? Ist der Lohn 60-fach? Und 60 Tage sind wie viele Monate? 2 Monate. Jetzt rechne die 10 Monate und die 2 Monate, also hast du ein ganzes Jahr gefastet. Allahu Akbar. Du hast ein ganzes Jahr gefastet und der Lohn ist deiner. Möge Allah uns diesen Monat Ramadan erreichen lassen. Möge Allah uns in diesem Monat die stärkste Taqwa geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit seiner Barmherzigkeit das Beste geben, was für uns gut ist, für unsere Dunya und unsere Akhira. Möge Allah Azza wa Jal uns von allen Fittern fernhalten. Möge Allah unsere Muslime und unsere Moscheen beschützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen zusammenwachsen lassen, dass wir richtige Brüder im Islam sind. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك